Wenn man dich sieht, wird mir allerdings heiß. Schwitzt du nicht jetzt schon durch den ganzen Polyester, meine Liebe? Nein, ich habe extra das kleine Pinke angezogen. Oder das kann man doch hier so tragen, oder nicht? Am besten Ich bin ja immer eher für die schlichtere Variante. Wie viel Polyester mussten dafür sterben, meine Liebe? Millionen, würde ich sagen. Guck mal, für jeden einen Punkt. Ich brauche keine Millionen. Nein, mir fehlt kein Pfennig. Moment, wir reden über Musicals und nicht über Filme. Marika Röck ist tot, Gott hat sie selig. Ich bin froh, dass sie da oben ist und nicht mehr hier unten über die Bühne tanzt. Das war's. Hat jemand von euch die letzte Bambi-Verleihung gesehen, wo Marika Röck für ihr Lebenswerk zum dritten Mal, glaube ich, ausgezeichnet wurde, wo man sie über die Bühne schleuderte? Das war nicht mehr schön, als ihr Ersatz dann an ihr vorbeiflogen. Und sie hatte viele davon, muss man sagen. Sie hat ja schon, das war ja eine der ersten in Deutschland, die sich hat liften lassen. Vor Marlene Dietrich noch. Das war ja 5 Jahre älter offiziell. Zurück zum Thema Musical. Das wollte ich gerade charmant machen, aber du hast es viel charmanter gemacht, indem du das direkt interruptiertest quasi. Also das allerberühmteste Musical ist ja nach einem Getränk benannt, nämlich Cola. Ich hätte gerne eine Flasche Cola. Eine Cola könnte ich mir so saugen. Genau. Braucht ihr auch was zu trinken irgendwie? Ach, ich schließe mich da an der Cola an. Ach, das war jetzt eine Bestellung. Das war eine Bestellung, ja. Das Musical heißt, es gibt kein Musical mit dem Namen Cola. Das, Trink ihn Ramen, wo gar Cola. Das ist ja nicht aus dem Musical. Nee, das ist auch nicht aus dem Musical. Nein. I'm flying high. Was wollt ihr nicht trinken? I'm flying high. Nee, das passt auf jeden Fall zu deinem Kleid farblich. Zum Quiz kommen wir ja nachher. Nein, Das riecht doch ein bisschen so. Das mit Jurassica? Das mit den Getränken ist angekommen? Nee, gut, prima. Eine Flasche Cola und ein Red Bull. Genau. Oder irgendwie sowas energetisches. Ansprechendes. Dankeschön. Da können wir jetzt noch weiter fortfahren? Ja, wir bleiben immer hier drauf gucken, was hier draufsteht. Ich werde das immer nicht schließen. Du hast da sowieso deine Brille nicht auf und kannst gar nicht. Sie tut ja immer nur so, unser kleiner Pock. Es ist eine Unverschämtheit. Wieso? Ich darf den gar nicht mehr sagen. Ja, ich weiß, aber normalerweise sagst du immer erst Neger und ich muss dich empören. Das ist eine Unverschämtheit. Das habe ich mir gedacht, das musst du dem Publikum dann aber ganz kurz erklären. Ach so, also Pock ist heute die politisch korrekte Bezeichnung für Menschen mit etwas pigmentierterer Haut. Das heißt nämlich Person of Color. Das ist wirklich wahr. Aber ich finde ja, das hört sich doch total blöd an, wenn du auf einmal den Sarotti-Pock hast oder der kleine Pock. Oder Pockküsse. Ja, nee, das ist ja, das ist, darf man ja sowieso nicht sagen. Oder was ich ja am schönsten finde, ist ja Jim Pock und die wilde 13. Das ist auch schön. Aber ich muss sagen, also ist ja, das, wir haben ja schon mal so eine Sprachreform gehabt. Früher hieß es ja noch der Moor. Das durfte auch nicht mehr, musste alles mit Moor musste verboten werden. Und jetzt heißt es nicht mehr die Moorrübe, sondern die Pockrübe. Also. Ja, es ist ein Pock. Wobei, übrigens, die Margot, die war neulich Moor, Pock, oh mein Gott, no, das war ja lange. Ja, apropos, wo wir bei Moor sind, ne? Margot war neulich beim Arzt und er hat ihr jetzt Moorpackungen verschrieben, damit sie sich schon mal an feuchte Erde gewöhnt. Ach, Entschuldigung, ist das jetzt bei meinem Lieben? Das Schlimme ist, ich bin ja eigentlich die Jüngste hier auf der Bühne, ich sehe nur so alt aus. Das Schlimmste ist, das stimmt. Das ist das Fürchterliche dabei. Die Einzige, die noch jünger ist, die quatscht mir die ganze Zeit hinten in den Rücken, weil sie tierisch nervös ist und auftreten. Das wollte ich gerade sagen. Ach so. Lass sie doch einfach. Deswegen gar nicht dran. Ach so, ich habe eben das Musical schon verraten, beziehungsweise ein Lied aus diesem Musical. Du hast doch gar nicht getrunken. Stimmt, vielleicht sollte ich mal was das tun. Trink mal sollte was. Ich da, oh mein Gott, ich spreche schon wie Karl Lot, das kann doch nicht wohl wahr sein. Das ist schlimm. Ich habe dir eine Cola eingegossen. Ach, Alkohol ist immer gut, ja? Ja, genau. Richtig. Richtig. Yes. Zur Mitte, zur Titte, zum Schritt. Husch, husch. Zum Schritt, zum Schritt. Wir sind PC, wir sind Wursch. Ja, genau. Ja, und wie gesagt, ich habe eben schon ein Lied aus diesem Musical interpretiert und Emily wird das gleiche jetzt tun, beziehungsweise nicht das gleiche Lied, aber ein Lied aus dem gleichen Musical. Wir müssen aufbauen. Wir bauen gerade auf, genau. Bau auf, bau auf. Das war ein anderes Musical, oder? Bau auf. Das Musical wäre auch noch schön. DDR, das Musical. Oh.
So. Das ist so schlimm. Aber ich habe ja neulich eine Freundin aus dem Osten getroffen, die hat mir früher erzählt, da ist so eine Banane durch die DDR gerannt, ne? Und die war total verschwitzt und war total außer Atem. Und da saß eine Kiwi am Straßenrand in so einem Sonnenstuhl. Und da fragt die Kiwi, hör mal Banane, was ist denn mit dir los? Du bist ja total außer Atem. Da sagt die Banane, ja, die sind ja alle hinter mir her. Und da sagt die Kiwi, kann mir nicht passieren, hier kennt mich keiner. Ja. Ja, wenn ihr Negerwitz erzählen könnt, kann ich auch Ossi-Witz erzählen. Entschuldigen Sie mich. Aber noch habe ich doch gar keinen Negerwitz erzählt, meine Liebe. Es kommt doch erst noch. Ich bin die ganze Zeit überlegt, DDR, das Musical gibt es. Das Einzige, wo die eine Anspielung auf die DDR kommt, ist, also einmal jetzt unter, hinterm Horizont, es könnte bei mir auch unterm Horizont heißen, das ist mir relativ Jacke in die Hose. Ich muss ich dazu sagen, ich bin kein Udo Lindenberg-Fan, so leid mir das tut. Ich habe zweimal Freikarten gewonnen für dieses Musical und habe sie gerne weiter verschenkt. Und hast damit ein paar andere Leute richtig also schön bei eBay etwas einsetzen heute verschenkt. Da, was? Nein. Und ein anderes Musical, was, wo mir nur was einfällt, ist die Linie 1. Da gibt es eine wunderbare Zeile. Und wenn über die Mauer die Möwen ziehen. Das war so toll damals. Als Es wird ja wieder so Originalfassung gespielt. Auch ein schönes Musical, aber man kriegt keine Playbacks dazu. Leider. Und vor allen Dingen sollte man noch hingehen, solange das Skripstheater noch existiert, denn man weiß im Moment ja nicht, was... Stopp, Sie sind gerettet worden. Sie kriegen 100 Millionen. Stell dir mal vor, was ein kleines Theater in der Kulmerstraße mit 100 Millionen mehr im Jahr anfangen könnte. 100 Millionen? Den ging es doch nur um 150.000. Was 150.000? Das waren 1.000, das waren keine Millionen. Das war 100.000. Auch 100.000. Wir brauchen jetzt nicht viel mehr, aber Sie haben... Noch 100.000. Bei Berliner Haushalt fällt das gar nicht auf, ob da eine Null mehr oder weniger ist. So, wir kommen jetzt zu der nächsten Nummer. Das ist meine Aufgabe, meine Liebe. Reiß dich zusammen. So, wir kommen jetzt zur nächsten Nummer. Die hat meine Moderation geklaut. Genau.